Die Sojabohne ist eine hervorragende Eiweißquelle für den menschlichen Verzehr und für die tierische Ernährung. Sie hat aber auch Verdauungshemmstoffe. Diese müssen deaktiviert werden. Dazu ist eine Hitzebehandlung erforderlich. Um diese Hitzebehandlung durchzuführen, gibt es verschiedene Verfahren. Eines dieser Verfahren ist das Toasten. Üblicherweise ist dieser Vorgang ausgelagert und basiert nicht auf dem bäuerlichen Betrieb. In diesem Video sehen wir, wie die Verarbeitung von Soja am eigenen Betrieb erfolgen kann. Dazu besuchen wir Johannes Edhofer. Er baut selbst Soja an und verfüttert sie nach einer Aufbereitung auf seinem eigenen Betrieb an seine Legehennen. Wir sind da im Bezirk St. Pölten. Wir stehen da auf unserem Sojafeld. Im Hintergrund ist unser Hof. Auf diesem Hof sind die Legehennen. Da werden die Eier produziert. Wir vermarkten sie selber. Der Großteil des Futters für die Legehennen wird hier auf dem Betrieb angebaut, verarbeitet, getrocknet. Der Soja wird getoastet, vermahlen und dann nach der Rezeptur der Hennen zusammengemischt. Warum ich auf den Soja gekommen bin, ist, nachdem wir bei uns in Österreich der Sojaanbau irgendwie eingeschlafen ist und mir das immer gestört hat, eben, dass von Brasilien, Amerika oder aus wo auch immer dieser viele Soja importiert worden ist, sei es jetzt für die Schweine, für die Rinder oder auch für die Legehennen, ist es schon uns sehr wichtig, dass man den Soja hier auch anpflanzen kann und es funktioniert. Und das ist für mich das Ziel und das Allerwichtigste, die Wertschöpfung direkt gleich bei mir im Betrieb zu haben. Also wir befinden sich hier jetzt da am Betrieb, wo der Soja vom Feld kommt. Hier wird er übernommen über die Körnergosse und dann kommt er in die Trocknungsanlage und hier in das Endlager. Von diesem Silo geht es über Fördertechnik rauf in den Tagessilo. Also jetzt gehen wir mal zum Herzstück, zum Toaster und zur Presse hoch. Also wir sind jetzt da hier bei unserem Toaster. Hier ist oben der Tagessilo. Von diesem Tagessilo läuft die Sojabohne hier in das Herzstück, in den Toaster. In den Toaster wird die Sojabohne erhitzt auf 92 bis 94 Grad. Dieser Toaster funktioniert rein elektrisch. Wir machen ca. 80 Kilo in der Stunde. Von den Dosierer geht die Bohne dann hier in die Seierschneckenpresse. Der Soja läuft hier durch die Schnecke durch. Auf der einen Seite kommt hier der Soja raus und auf der anderen Seite, also durch den Seier, fließt hier das Sojaöl runter in den Absetztank. Der Soja kommt so aus der Presse raus und von diesem Lager kommt er dann wieder über diese Gosse, über das Fördersystem, hinten in die computergesteuerte Mahl- und Mischanlage, wo der Soja mit dem Mais, mit dem Weizen als Legehennenfutter dann gemischt und zusammengesetzt wird. In diesem Kuchen ist drinnen 43% Rohprotein, 11% Restfett, 5,5% Rohfaser. Das sind die Hauptkomponenten von so einem Sojakuchen. Dieser Sojakuchen wird eingesetzt in der Ration mit 26%, neben Mais, Weizen und den anderen Komponenten, die bei uns in der Fertigmischung drinnen sind. Lagerfähig ist dieser Kuchen Minimum zwischen 8 und 12 Wochen, je nach Außentemperatur. Also wenn man jetzt da umsteht, den konventionellen Soja auf unseren Sojapresskuchen, speziell in der Legehenne, sollte man die Menge des Sojapresskuchens schön langsam erhöhen und dann sollte es im Stall mit dem Gewicht, mit der Futteraufnahme, mit der Eierleistung keine Probleme geben. Also diesen Toaster, den kauft man, der ist SPS gesteuert, relativ einfach aufgebaut und wenn man die richtigen Parameter für sich mit dem Labor gefunden hat, ist er auch relativ einfach einzustellen und für den jeweiligen Bedarf für seines Betriebes zu kalibrieren. Und dann läuft der problemlos. Zusammenfassend kann ich jetzt sagen, so eine Soja-Toast-Anlage oder das Verfüttern am eigenen Hof ist eine kleine Herausforderung. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, man muss technisch ein wenig Ideen haben. Man braucht da ein gewisses Know-how, Erfahrung, damit das auch wirklich funktionieren kann. Das dazu erforderliche Know-how wird im Rahmen von Ecofeed und Legumes Translated gesammelt und weiteren Betrieben in Europa zugänglich gemacht.